mehr weit vom Ender Dragon Kampf entfernt bin. Bevor ich aber die krassen Enchantments machen konnte, brauchte ich unbedingt genug XP. Deshalb ging ich noch einmal unter die Erde, holte genug Obsidian und ich war bereit für den Nether. Leider war der Spawn alles andere als optimal, aber ich musste damit leben. So baute ich mich einfach straight in eine Richtung und boom, ich kam direkt bei einer Festung raus. Da ich aber nur Eisenrüstung hatte, musste ich unglaublich aufpassen und mein primäres Ziel war ja zunächst nur XP zu holen. Das machte ich dann auch. Ich wollte als erstes meine Spitzhacke verbessern und ich bekam die Verzauberung, die ich mir gewünscht hatte. Die zweite Diamantspitzhacke verzauberte ich auf Effizienz 2, weil mir die Level für das 30er Enchantment fehlten. Mit der neuen Glück 3 Spitzhacke entschloss ich mich dann weitere Diamanten zu holen, um mir meiner Diamantrüstung und damit auch den Ender Dragon näher zu kommen. Meine Ausbeute war enorm, über einen halben Stack Diamonds und extrem viel Gold, Eisen und Lapis. Ich machte mir meine Diamantrüstung, fühlte mich kurz sehr mächtig damit, aber ich wollte sie noch nicht beschädigen, also lagerte ich sie vorübergehend am Armor-Center. Außerdem machte ich mir noch ein Diamantschwert, schaute, welche Verzauberungen ich darauf kriegen würde. Und leider waren keine guten dabei. Tja, schön scheiße. Als ich am 31. Tag nichts ahnend mein Zuckerrohr farmen wollte, überraschten mich diese zwei Creeper, die auf meinem Dach auf mich gewartet haben. Ich kümmerte mich um mein Weizenfeld und vermehrte wieder mal meine Kühe. Anschließend verzauberte ich aber noch mein Schwert auf gut Glück und das Ergebnis ist in Ordnung, würde ich sagen. Ich vergrößerte noch meine Kuhfarm und dann ging der Tag auch schon wieder zu Ende. Ich entschloss mich, wieder in den Nether zu gehen und die Festung zu erkunden. Ich fand extrem viele Sattel, nahm ein paar Netherwarzen zum Brauen mit, traf auf einige Wither-Skelette und fand diesen Blaze-Spawner, wo ich einige Lohnrouten farmte. Das bedeutete für mich, dass ich jetzt auch nun Tränke brauen und Enderungen craften konnte. Ich kam also meinem ersten Ziel immer näher. Zurück in der Oberwelt machte ich mir auch direkt einen Brautisch. Ich hatte zwar genug Lohnrouten gefarmt, jedoch für Enderaugen hatte ich noch keine Enderperlen und so entschied ich mich, mit meinem Gold mit einem Piglin zu traden, in der Hoffnung, genug Enderperlen für das End zu bekommen. Nachdem ich aus dem halben Stack Gold keine einzige Enderperle erhielt, ging ich wieder nach Hause und verzauberte meinen Helm, was auch eher eine Enttäuschung war. Da ich davor keine Enderperlen bekam, nahm ich wieder 1,5 Stacks Gold mit und hoffte diesmal auf mehr Glück, was, naja, Sid selbst eher so semi-gut ausgegangen ist. Nur so für nebenbei, die Wahrscheinlichkeit bei einem Trade Enderperlen zu bekommen liegt bei 4,73%. Bei meinen 126 Gold sollte ich also fast 6-mal Enderperlen erwarten können. Ich habe stattdessen nur 1-mal Enderperlen bekommen, was einer Wahrscheinlichkeit von 1,4% entspricht. Ich war also extrem unlucky, was das Trade mit dem Piglin angeht. Deshalb musste der Piglin auch etwas leiden. Am Morgen des 37. Tages entschloss ich mich, auf Schatzsuche zu gehen. Ich hatte nicht allzu viel Essen mitgenommen, deshalb musste ich mich beeilen. Davor schaute ich noch bei dieser Ruine vorbei und ergatterte eine Angel mit Luck of the Sea 2. Aber weiter geht es mit der Reise. Hier war ich also angekommen. Jetzt musste ich den Schatz nur noch mehr ausgraben. Was auch etwas gedauert hat, muss ich sagen. Letztendlich habe ich ihn dann aber gefunden und darin waren ein paar Diamanten und ein Heart of the Sea. Es wurde dann aber auch schon dunkel und ich machte mich wieder auf den Heimweg. Den 38. Tag wollte ich etwas entspannen und so angelte ich etwas in meinem See. Ich bekam auch ein ziemlich geiles verzaubertes Buch. Als die Nacht aufbrach, schaute ich meine restliche Beute noch an und zwei richtig geile Bögen waren auch noch dabei. Der 39. Tag startete echt gut. Ich verzauberte meinen Brustpanzer und bekam das beste Enchantment, das ich mir wünschen konnte. Ich machte mir einen Amboss und reparierte meine Spitzhacke, die schon etwas gelitten hat. Danach ging ich wieder in den Nether und baute mich wieder straight in eine Richtung, in der Hoffnung, irgendwo rauszukommen, wo es mehr Quarz für XP gibt. Letztendlich kam ich bei einer weiteren Festung raus, wo ich trotzdem all den Quarz mitgenommen habe. Ich erkundete die Festung und musste mit einigen Wither-Skeletten kämpfen. Als ich Level 30 wieder erreichte, ging ich zurück und verzauberte meine Hose, mit dessen Enchantment ich relativ zufrieden bin. Somit fehlten nur noch mehr die Schuhe, um meine Rüstung vollständig verzaubert zu haben. Ich verzauberte auch noch eine Spitzhacke mit Effizienz 2 und Glück 1, mit der ich dann XP-Farmen ging. Nachdem ich mich wieder auf Level 30 hochgrindete, verzauberte ich mein letztes Rüstungsteil, meine Schuhe,
Ich bekam ein sehr gutes Enchantment mit Schutz 4 und Haltbarkeit 3. Ich verbesserte anschließend auch noch meine Hose auf Plot 4 und meine Rüstung war bereit für den Enderdrain-Kampf. Ich brauchte nur noch mehr die Enderaugen und dafür fehlten mir die Enderperlen. Am 41. Tag holte ich etwas Holz mit meiner neuen Axt, weil Holz bei mir langsam Mangelware wurde. Ich kombinierte noch meinen Bogen, der danach echt zu einer Macht wurde. Da ich die ganze Zeit schon ein Pferd haben wollte, ging ich wieder auf Reisen und holte mir dieses wunderschöne schwarze Pferd, mit dem ich dann etwas umhergeritten bin. Ich bekämpfte mit ihm in der Nacht unzählige Endermen, weil ich endlich den Enderdrain besiegen wollte und ich dafür noch Enderperlen brauchte. Tagsüber fand ich Villagers und nahm Kartoffeln und Melone mit, die ich bisher noch nicht hatte. Nach zwei Nächten nur Enderman farmen, war meine Ausbeute 12 Enderperlen. Also hatte ich jetzt insgesamt 14 und machte mir direkt Enderaugen. Als Vorbereitung für den Enderdragon wollte ich noch ein paar Tränke mitnehmen, darunter Heilung, sanfter Fall und Stärke. Außerdem dachte ich, dass wenn ich einen Trank der Unsichtbarkeit zu mir nehme, dass mich keine Enderman angreifen werden und manchmal bin ich echt nicht der Hellste. Als ich während des Brauns einmal nach draußen schaute, erblickte ich Folgendes. Eine Truppe von Pillagern. Chancenlos schaltete ich einen nach dem anderen mit meinem extrem starken Bogen aus. Der Sieg hatte aber auch eine Schattenseite. Ich wurde verflucht. Mit einem Bad Omen. Während ich auf Phantome wartete, nutzte ich die Zeit, um eine lange Treppe auf Diamanthöhe zu bauen. Dann bekämpfte ich ein paar Phantome und braute meine letzten Tränke. Die des sanften Falles. Hier war er, Tag 48. Ich rüstete mich vollständig aus und losging die Suche nach dem Endportal. Ich warf meine Enderaugen in die Luft und war bereit für das Abenteuer. Auf dem Weg dorthin kam ich dann noch in die Nähe einer Village und ich überlegte mir, ob ich den Raid machen sollte. Ich entschied mich dafür, weil ich auf ein Totem hoffte, das mir den Enderdrang-Fight etwas erleichtern sollte. Es wurde aber ziemlich oft ziemlich knapp und ich wäre etliche Male fast gestorben. Ich schaffte es leider nicht, die Villager vor den Eindringlingen zu beschützen, bekam jedoch 3 Totems. Allerdings wurde mein Helm mächtig beschädigt und ich wusste, dass er jederzeit kaputt gehen wird. Das hat mich aber nicht aufgehalten und in der Nähe der Village fand ich dann den Stronghold. Ich brauchte ein bisschen, bis ich das Portal fand, aber hier stand ich nun davor und aktivierte es. Ich checkte noch einmal meinen Helm, der gar nicht gut aussah, aber dann sprang ich hinein und das passierte. Ich erschreckte mich komplett und dachte schon, dass es hier aus sei. Gott sei Dank war das aber nur ein Bug und ich konzentrierte mich nun auf den Kampf. Ich trank meine Tränke und baute mich hinüber. Dann begann ich, die Kristalle zu zerstören, damit ich der Enderdrang nicht mehr heilen konnte. Ich sammelte den Atem des Drachens ein und bemerkte, dass ich keinen Helm mehr hatte. Ich musste also umso mehr aufpassen, weil ich habe jetzt noch mehr Schaden kassierte. Nachdem alle Kristalle zerstört waren, stand zwischen mir und dem Enderdrang nichts mehr im Wege und ich ging als erstes in den Nahkampf. Zwischendurch schoss ich mit meinem extrem starken Bogen auf ihn, der ihm einigen Schaden machte. Als ich ein weiteres Mal in den Nahkampf ging, schleuderte er mich weg, aber zum Glück hatte ich meine Tränke getrunken. Der Kampf ging dem Ende hinzu und ich feuerte meinen finalen Schuss an. Ich sammelte die Unmengen an XP ein, doch ich hatte noch nicht genug, also ging ich in die Endcity, wo ich nach kurzer Zeit draufkam, dass ich keine Blöcke und kein Essen mehr hatte. Ich sprang wieder in das Portal und freute mich, dass ich mein erstes Ziel geschafft habe. Zurück zu Hause freute ich mich wieder, meine Kühe zu sehen und fütterte sie reichlich. Durch die im Raid gewonnenen Banner platzierte ich sehr stolz in meiner Crypt. Ich musste natürlich auch wieder meine Rüstung vervollständigen und diesmal bekam ich sogar ein etwas besseres Enchantment auf meinen Helm. Zudem bekam ich auch noch meine Traumspitzhacke und machte mir ein neues Paar Schuhe, welche jetzt echt richtig nice waren. Auf die Spitzhacke machte ich dann noch mein einziges Mending-Buch drauf und damit war sie dann perfekt. Am 55. Tag bereitete ich mich auf eine zweite Reise ins End vor, da ich unbedingt eine Lytra und Schalker boxen wollte. Mit einigen Tränken und diesmal mit genug Essen und Blöcke machte ich mich dann wieder auf den Weg ins End. Ich suchte eine Ewigkeit nach der Endcity und freute mich enorm, als ich eine erblickte. Nur war bei dieser kein Schiff mit einer Elytra dabei, was sehr ernüchternd war. Ich holte mir dennoch einige Schalkerboxen und den Loot. Für die zweite Endcity suchte ich dann auch wieder einige Tage, aber zu meiner Erleichterung war diese mit einem Schiff. Dort nahm ich auch wieder ein Loot mit und schnappte mir die Elytra, die das Fortbewegen in der ganzen Welt nun um einiges erleichtern sollte. Dann machte ich mich wieder in Richtung nach Hause.
Zu Hause angekommen, machte ich mir dann direkt Schalkerboxen und hier war er, der Ender-Dragon-Kopf. Direkt über meinem Bett. Meine halbe Rüstung war extrem beschädigt und so entschloss ich mich, ein paar Mending-Bücher zu holen, wofür ich die nächsten Tage nutzte. Während des Trainings passierte auch Folgendes. Der Eisengolem sprang einfach hier rein und machte enormen Schaden. Ich dachte wirklich, es sei nun vorbei. Aber zum Glück entkam ich irgendwie. Im Anschluss musste der Golem natürlich leiden. Nach langem Traden erlangte ich dann ein paar Bücher und packte sie direkt auf meine Ausrüstung. Ab jetzt musste ich nicht mehr aufpassen, dass etwas kaputt geht, da mit Mending verzauberte Sachen sich mit XP wieder selbstständig reparieren. Am 70. Tag erwarteten mich wieder eine Truppe von Pillagern und ich erlegte eine nach dem anderen und bekam wieder das Bad Omen. Damit konnte ich einen weiteren Raid starten, was ich am nächsten Tag auch direkt machte. Ich läutete die Glocke, damit die Bewohner Bescheid wussten und in Sicherheit gehen konnten, und dann startete der Raid. Ich hatte meiner Meinung nach alles im Griff, aber komischerweise starben alle Dorfbewohner und ich verlor erneut einen Raid. Da ich meinem Ziel, den Wither zu töten, näher kommen wollte, ging ich wieder zu der Village in der Wüste und versuchte, einen Trade für ein Looting-Buch zu bekommen. Als ich dann endlich die Möglichkeit bekam, ein Looting 1 Buch zu ertraden, brauchte ich aber noch einige Smaragde und so tradete ich unzählige Sticks mit einem Pfeilmacher. Nachdem ich mein letztes Buch holte, machte ich mich wieder auf den Weg nach Hause und fing an, die Bücher zu kombinieren. Als mir zwischendurch die Level ausgingen, farmte ich Kohle und fand sogar Diamonds. Und Diamonds sind immer geil, egal welche Ausrüstung man schon hat. Ich machte mir also das Looting 3 Buch und musste es nur mehr auf mein Schwert packen. Also ging ich wieder Kohle farmen. So viel Kohle farmen, Digga. Dann machte ich es. Ich packte Looting 3 auf mein Schwert und nun konnte das Wither-Köpfe farmen beginnen. Bevor ich aber das machte, ging ich los und reparierte meine Axt. Ich wollte nämlich genug Holz für mein Bauprojekt sammeln und als Bonus bekam ich noch viel Schwarzpulver, das ich für Raketen verwendete. Da ich noch relativ wenig in meiner Welt gebaut hatte, wollte ich meiner Kreativität einmal freien Lauf lassen. Somit begann ich erstmal die Fläche meiner kleinen Insel zu vergrößern und danach baute ich eine Brücke zum Stall, den ich anschließend baute. Ich machte außerdem eine kleine Fläche für Kartoffeln, Karotten und Weizen und verband sie mit meiner Insel, die danach dann keine Insel mehr war. Mein Pferd bekam auch einen kleinen Platz zum Entspannen. Am 89. Tag war ich dann relativ zufrieden mit meiner Base. Ich war aber noch nicht fertig. Zwei Ziele hatte ich noch vor mir. Volle Netherite-Rüstung zu farmen und den Wither zu besiegen. Es war also Zeit, diese zwei Ziele anzugehen. Oha. 89 Tage hat er dafür gebraucht. Wither-Köpfe zu bekommen, was auch seine Zeit in Anspruch nahm. Zurück kam ich mit sogar 4 Köpfen, hatte also einen in Reserve. Bevor ich aber mein drittes Ziel abhaken konnte, wollte ich davor mein zweites Ziel erst einmal machen. Die volle Netherite-Rüstung farmen. Ich braute mir also Feuerresistenztränke und das Netherite-Farmen konnte beginnen. Bevor ich aber in den Nether ging, holte ich Schafe in meinen neuen Stall, um damit Wolle und damit auch Betten zu bekommen. Während ich wartete, dass ich die Schafe weiter vermehren konnte, startete ich einen erneuten Raid, meinen dritten an der Zahl. Diesmal wollte ich aber wirklich einmal gewinnen, so strengte ich mich umso mehr an. Es wurde auch diesmal öfters knapp und wegen eines Creepers musste ein Toten verwendet werden. Nach einem langen Kampf blieb nur noch ein Gegner übrig, den ich nirgends finden konnte. Ich suchte wirklich lange, bis ich ihn dann doch in dieser Höhle fand. Ich bekam für das Beschützen der Village den Effekt Hero of the Village, obwohl ich keinen einzigen Dorfbewohner mehr vorfinden konnte. Nachdem ich mir etwas Wolle holte und daraus ein paar Betten machte, ging es ab in den Nether. Ich hatte nicht mehr allzu viel Zeit und deshalb probierte ich mich zu beeilen. Mit meinen Betten und meiner Effizienz 4 Diamantspitzhacke suchte ich jetzt also nach Ancient Debris. Nach tagelangem Farmen kam ich mit einer Ausbeute von 25 Ancient Debris zurück, die ich noch schmelzen musste und anschließend mit Gold zu Netherite craftete. Am Ende kamen dann dabei 6 Netherite raus und ich entschloss mich dazu, mein zweites Ziel, eine volle Netherite-Rüstung zu besitzen, abzuschließen und noch mein Schwert und meine Spitzhacke aufzubessern. Hier stand ich also mit meiner Netherite-Rüstung und bekam das Achievement. Am 99. Tag bereitete ich mich auf mein letztes vorgenommenes Ziel vor. Krasser Scheiß. Ich machte mir genug Pfeile und rüstete mich mit Heil- und Stärketränken aus. Dann war es soweit. Der 100. Tag brach an und ich war bereit für den Wither. Etwas weiter weg von meiner Base baute ich mich unter die Erde und hier beschwor ich ihn, den Wither. Meine letzte Aufgabe der 100 Tage. Ich trank meinen Stärketrank und schoss auf ihn mit Pfeil und Bogen. Als er keine Weitschaden mehr kassierte, ging ich in den Nahkampf und der letzte Boss ging schneller down, als ich es dachte.
Mit dem Netherstern im Gebäck kehrte ich zurück zu meiner Base und schaute mir den Sonnenuntergang auf meinem Pferd an. Das war es. Ich habe 100 Tage in Minecraft Hardcore ohne zu sterben überlebt. Tschüss. 150 Tage, so, was? So, da sind wir wieder. Tag 101 in meiner Base. Als erster wollte ich mir direkt einen Beacon craften, was ich auch machte, und suchte einen epischen Platz zum Hinstellen dafür. Lol. Und platzierte ihn dann hier. Anschließend erntete ich meine Weizenfelder und fütterte damit meine Kühe und Schafe. Als nächstes bereitete ich mich für mein vorstehendes Abenteuer vor. Ich wollte eine Villager-Farm bei mir haben, also musste ich Villager auch in meine Base holen. Ich machte mir einige Schienen und bevor die Reise losging, schlief ich nochmal. Am nächsten Tag hatte ich ein kleines Battle mit zwei Endermen, aber dann rüstete ich meine Elytra aus und los ging die Suche nach Villagern. Aber nur kurz, weil ich drauf kam, dass ich ein Bett vergessen hatte, also machte ich mir schnell eines. Ich suchte am Anfang noch in den von mir bekannten Dörfern, ob ein, zwei Bewohner noch von den verlorenen Raids übrig geblieben sind, aber ich hatte keine Seele mehr gefunden. Ich flog weiter in der Hoffnung, bald eine Village zu finden, aber vergeblich. Stattdessen fand ich aber eine Portalruine, wo aber kein wirklich geiler Loot war. Ich holte mir dennoch das Gold und suchte weiter. Vergeblich. Außerdem verlor meine Elytra während des Flugs dessen Haltbarkeit und ich erschreckte mich komplett und ich dachte, ich sei tot. Aber ich hatte ja Gott sei Dank Feather Falling auf meinen Schuhen und hätte sowieso noch ein Totem in der Hand gehabt. Jetzt war ich irgendwo gelandet, weit weg von meiner Base und ohne Elytra. Also machte ich mich wieder auf den Weg nach Hause. Bis jetzt war diese Reise ein reinstes Chaos. Zu Hause angelangt, probierte ich meine Elytra mit Mending wieder aufzuladen, was mit meinen Öfen etwas zu lange gedauert hätte, also ging ich in den Nether XP holen. Es hatte aber auch etwas Positives, dass ich beim ersten Ausflug keine Villager fand. Ich hätte nämlich keinen Minecart mitgehabt. Am 104. Tag flog ich dann mit voller Elytra und mit Minecart los. Es dauerte zwar etwas, aber ich fand dann endlich eine Village. Die nächste Herausforderung war es dann, die Villager zu mir nach Hause zu befördern. Ich musste sie also ins Minecart setzen. Was ein totaler Krampf war. Tag 105. Jetzt hatte ich es endlich geschafft, zwei Villager in die Minecarts zu setzen und los ging die anstrengendste Reise für diese zwei Villager. Nach ziemlich kurzer Zeit kam ich auch noch drauf, dass ich vielleicht etwas mehr Schienen mitnehmen hätte sollen, damit das alles ein wenig entspannter und kürzer verlaufen könnte. Aber ich wollte jetzt nicht noch einmal zurückfliegen. Diese Aufgabe dauerte eine Ewigkeit und es war relativ unspektakulär, bis eines Morgens eine Truppe von Pillagern auftauchte. Ich wollte auf jeden Fall einen Kampf mit ihnen unbedingt vermeiden, damit meine Villager außer Gefahr bleiben und ich hatte echt Glück, dass die mich nicht angreiften. Durch den Wald wollte ich keine Schiene verlegen, also ging die Reise in der Luft weiter. Zwischendurch musste ich mir auch Blöcke holen, weil es schon eine recht lange Strecke noch war. Letztendlich kam ich dann am 110. Tag mit zwei unverletzten Villagern bei mir zu Hause an und war enorm erleichtert, dass ich es endlich geschafft habe. Als nächstes musste ich für die Villager einen Platz finden und ich entschied mich, eine Villager-Farm direkt in meiner Base zu bauen. Als erstes baute ich einen kleinen Raum für die Villager frei und brachte sie nach unten. Ich wollte natürlich direkt anfangen, die Villager zu vermehren, also craftete ich mir eine Schere, holte mir etwas Wolle und machte damit ein paar Betten. Die Villager durften nun endlich aus den Minecarts aussteigen und ich holte mir einige Kartoffeln und gab sie anschließend meinen neuen Mitbewohner, damit sie ein paar Kinder machen. Als nächstes hatte ich es mir zur Aufgabe gemacht, einen schönen Platz für meine Villager zu machen. Also fing ich an, einen großen Raum auszuhöhlen. Tschüss, Alter, wie viel hat der gebaut, Alter? Und ich dachte, ich wäre krank. Am 13. Tag war ich dann damit fertig und ich hatte schon eine Idee, wie ich diesen Raum baue und gestalte. Also ging ich in den Nether und holte mir einiges an Crimson Wood und viele Shroomlights. Als Boden entschied ich mich für Blackstone, also begann ich damit als erstes. Ich merkte aber sehr schnell, dass ich bei weitem nicht ausreichend Blackstone habe und so ging ich noch einmal in den Nether. Im Nether angelangt wollte ich dann ein bisschen Action haben, also probierte ich diese Bastion einzunehmen. Mit meinem extrem guten Aim schaltete ich einen Gegner nach dem anderen mit Pfeil und Bogen aus und als ich die Bastion betrat, bekam ich auch schon mein Achievement. Schon in der allerersten Kiste, für die ich ein paar Gegner ausschalten musste, bekam ich ein Stück Ancient Debris. Weiter erkundigte ich die Festung nach gutem Loot und musste dabei sehr viele Gegner bekämpfen. Hin und wieder bekam ich recht guten Loot und sogar ein zweites Stück Ancient Debris. Einmal wurde es auch recht knapp, aber mit meiner extrem guten Rüstung überlebte ich natürlich. Als ich dann mit dem Looten durch war, kümmerte ich mich darum, warum ich ursprünglich in den Nether ging. Ich holte mir massenhaft Blackstone. Zurück in der Oberwelt machte ich dann den Boden der Villager Farm fertig und fing an, die Wände zu bauen. Und ich muss sagen, dass sie mir sehr gefallen. Wir sind dann leider die Shroomlights ausgegangen und ich musste noch einmal in den Nether, wo ich sowieso noch Warped Wood für die Villager Farm holen musste.
Am 118. Tag kam ich dann wieder zu Hause an und begann den mittleren Teil und den letzten Teil der Villager Farm zu bauen. Natürlich ging mir zwischenzeitlich wieder mal das Holz aus und somit fällte ich noch die ein oder andere Eiche. Der Teil mit dem Eichenholz sollte schlussendlich dafür da sein, dass ich die besten Villager mit Berufung zwischen den Säulen sozusagen einsperren und somit leicht mit ihnen traden kann. Als Akzent im ersten Abteil entschied ich mich dann für Akazienholz und die Decke wollte ich mit Smoothstone machen, was mit ein paar Öfen etwas dauerte, ich aber dann direkt machte. Die Deckenbeleuchtung fehlte aber noch, woraufhin ich mir Ketten und Laternen craftete und sie anschließend an der Decke aufhing. Außerdem kamen in der Mitte noch das ein oder andere Stromlight hin, wo mir dann zum Schluss noch genau eins fehlte. Weiter machte ich mit der letzten Seite des Raumes, wo mir natürlich, wie man mich kennt, Akazienholz ausging. Also machte ich mich auf den Weg zu einer Savanne, wo ich mir direkt auch noch einiges an Schwarzpulver mitnahm. Dann kam ich auch noch drauf, dass ich Glowstone benötige, also ging ich es mir auch noch schnell holen und nahm dann direkt auch noch Shroomlights mit. Fertig waren nun die Bereiche für die einzelnen Villagern, also baute ich als nächstes die Treppe, welche jetzt nicht so spektakulär ist. Als nächstes musste ich etwas aufräumen, ich entfernte die fliegende Autobahn, die ich für die Villager gebaut hatte. Ich craftete einige Betten, die ich dann im dritten Abteil der Villager Farm aufstellte, damit ich auch genügend Platz für Nachkömmlinge hatte. Am 125. Tag entschied ich mich dann dazu, einen Smelter Room zu bauen, wo Räucheröfen, Schmelzöfen und normale Öfen hinkommen sollten. Tschüss. Für den Raum selber verwendete ich nur Stonebricks, was meiner Meinung nach aber sehr gut passt. Während dem Bauen kam auch kurz ein Gast vorbei, den ich aber schnell wieder beseitigte. Insgesamt waren dann 18 Schmelzöfen sowie 18 Smoker und 15 normale Öfen im Raum. Also ab nun hatte ich sicher genug Öfen. Als nächstes wollte ich meinem ersten Ziel nachgehen, dem Full Beacon. Also kratzte ich mein ganzes Gold und Eisen zusammen, musste dann aber feststellen, dass mir noch einige Blöcke für meinen Full Beacon fehlten. Ich musste also eine Menge Eisen farmen. Doch bevor ich das machte, ging ich wieder einmal in den Nether und reparierte meine Spitzhacke dafür. Und das viele Quarz nahm ich natürlich auch noch als Bonus mit. Tag 128. Ich war wieder in der Oberwelt und bereitete mich mit genügend Fackeln und Essen auf meine Mining-Tour vor. Ich suchte etwas nach einer Höhle, aber als ich dann eine gefunden hatte, war die so riesig und komplex, dass ich für die nächsten 2 Tage dort mein ganzes Inventar vollgefarmt hatte. Zurück kam ich zwar mit extrem viel Ressourcen, aber ich hatte immer noch viel zu wenig für einen Full-Peaking. Also musste ich eine zweite Mining-Tour machen, die ich am Morgen des 130. Tages mit einer Schalker-Box anging. Tschüss. Diesmal war es aber ein bisschen spannender, da ich an eine Minenschacht gestoßen war. Ich war extrem motiviert, diesen zu erkunden und hoffentlich aus meinen Kartonen das ein oder andere coole Item mitzunehmen. Eine geile Sache fand ich auf jeden Fall, und das waren Diamonds, ganze 11 Stück an der Zahl. Ansonsten hatte ich kein so richtiges Glück mit Truhen, da ich sowieso nur eine fand und in dieser nicht zu der Mega-Stuff drin war. Ansonsten erkundigte ich den kompletten Minenschacht und fand noch einen Giftspinnenspawner, bei dem ich mir die Koordinaten auf jeden Fall merke, falls ich den irgendwann für etwas gebrauchen könnte. Mit der Schalker-Box konnte ich natürlich viel mehr mitnehmen als zuvor und ich hörte erst auf zu meinen, als ich wirklich keinen Platz für mehr hatte. Es war eine echt lange Tour, die insgesamt 6 Tage und Nächte dauerte. Umso froher war ich wieder zu Hause zu sein und endlich mein erstes Ziel, den Full Beacon abzuschließen. Ich hatte wirklich übertrieben viel Eisen, Gold und Kohle, das mir hoffentlich in naher Zukunft nicht mehr ausgehen sollte. Ich packte das ganze Roheisen und Rohgold in die ganzen Öfen, die noch voll von der Beute der letzten Mining-Tour war, und wartete, bis das Ganze geschmolzen war und ich dann anschließend zu Eisenblöcken craften konnte. Jetzt hatte ich definitiv genug für den Full-Beacon. Ich konnte den Beacon ja nicht einfach nur so irgendwo hinstellen, also wollte ich eine Art Plattform für ihn bauen. Ich holte mir also einiges an Erde und baute einiges vom See zu, damit ich mehr Fläche zum Bauen hatte. Ja. Alter, wie viel hat der gebaut? Plattform benötigte ich einiges an Stonebricks, also verwendete ich meinen Smelting Room und schmelzte einiges an Cleanstone. Ich fing also an, die Plattform zu bauen, auf die dann der Full Beacon stehen sollte. Natürlich ist das jetzt nicht extrem kreativ, aber ich finde, das Endprodukt schaut ganz in Ordnung aus. Yo. Hier stand ich also und platzierte stolz meine Beacon und bekam meine 2 Achievements. Ich wählte direkt Speed 2 aus, was mir dann aber zu ungut geworden war und ich kurze Zeit später auf Regeneration und Resistance geändert hatte. Ich bin ja nämlich hier in einer Hardcore-Welt und das Einzige, was ich nicht will, ist zu sterben. Ich verschönerte dann noch die Plattform ein wenig und dann war Tag 137 auch schon zu Ende. Ja, genau. War ein großes Feld für Kartoffeln und Weizen anzubauen, damit ich die Villager genügend füttern konnte. Ich musste also eine große gerade Fläche machen und ich wollte nicht mit meiner Schaufel ohne Effizienz das machen. Also verzauberte ich eine neue Diamantschaufel und kombinierte sie miteinander. Los ging das Fällen der unzähligen Bäume und das Freischaffen einer großen Fläche. Digga, what are you saying?
Ich wusste natürlich, dass es auch ein Achievement für eine gewisse Sensei gab. Also schaute ich nach und fand das hier. Serious Dedication. Ich musste eine Netherite-Hacke craften, also suchte ich, ob ich noch genügend Netherite-Scrap hatte. Was ich natürlich nicht hatte, ich brauchte genau noch eines. Also machte ich mich auf den Weg in den Nether und suchte nach ein Stück Ancient Debris. Nach ein bisschen Suchen fand ich dann sogar 3 Stück und ich machte mich wieder auf den Heimweg. Bei mir zu Hause wieder angekommen, erwartete mich wieder ein Gast, den ich aber nicht lange bleiben ließ. Ich schmolz das Ancient Debris und machte mir ein Netherite Ingot und verbesserte dann meine Diamant-Hacke zu einer Netherite-Hacke und ich bekam das Achievement Serious Dedication. Jetzt war es an der Zeit, das Feld anzugehen und so machte ich mir ein paar Eimer, füllte sie mit Wasser auf und platzierte sie in regelmäßigen Abständen. Dann begann das Einsetzen der Kartoffeln und der Weizensamen. Ja, Bruder. Hier stand ich nun vor meinem riesigen Feld und die Netherite-Hacke war bereits mehr als die Hälfte demoliert. Mit dem neuen Feld konnte ich nun meine Kartoffeln- und Weizenproduktion auf das nächste Level bringen, somit mit meinen Villagern extrem viel Emeralds traden. Mir war natürlich bewusst, dass ich ein wenig warten musste, bis ich zur Ernte kann, aber ich freute mich schon auf die zukünftigen OP-Bücher-Trades mit meinen Kollegen im Keller, die natürlich freiwillig bei mir sind. Um den ganzen Prozess noch etwas zu beschleunigen, wollte ich noch Melonen, Zuckerrohr und Kürbis anbauen, also suchte ich in meinen extrem ungeordneten Kisten danach. Ich hatte zwar nicht allzu viel von den Sachen, aber deswegen wollte ich sie hier anbauen. Direkt neben meinem Hauptfeld platzierte ich sie dann und dann überlegte ich, was ich als nächstes tun sollte. Ich beschloss mich dann dazu, meine Baufläche etwas zu erweitern und deshalb holte ich mir einiges an Erde und begann dann mit dem Zubauen des Sees. In der Nacht ging mir dann das Dirt aus und die Monster wurden mir auch irgendwann zu nervig, also machte ich für den Tag Schluss. Direkt am nächsten Morgen holte ich mir wieder Blöcke und machte weiter, wo ich letzte Nacht stehen geblieben bin. Als ich damit fertig war, wollte ich mich endlich dem widmen, was ich schon sehr lange haben wollte, nämlich Hunde. Ich suchte in meinen Kisten vergeblich nach Knochen und deshalb nutzte ich die Nacht, um ein paar Knochen zu farmen. Währenddessen reparierte ich meine Schaufel wieder und der ein oder andere Creeper ging in die Luft. Mir kam auch auf einmal ein Zombie-Villager entgegen und ich machte mir zuerst Sorgen, ob das nicht einer meiner Villager ist. Ich baute hinzu und wollte deshalb nachschauen gehen, ob jetzt in meinem Keller nur mehr Zombie-Villager am Start sind. Doch dann kam mir eine ganze Armee von Zombies entgegen, angeführt von einem Creeper. Mit meinen extrem guten PvP-Skills nutzte ich die Waffe des Gegners zu meinem eigenen Vorteil aus. Ich war extrem erleichtert, als ich meine Kumpanen noch gesund im Bett liegen sah. Ich hatte mir in der Nacht genug Knochen gesammelt und als ich mein Inventar aussortieren wollte, fand ich natürlich Knochen in meiner Kiste. Aber egal, die Nacht war ja trotzdem nicht verschwendet. Ich hatte meine Schaufel ja wieder vollständig repariert. Ich flog jetzt also mit genügend Knochen los und suchte eine Taiga, das Biom, in dem Hunde bzw. Wölfe spawnen. Ich fand relativ schnell eine und jetzt musste ich nur noch mehr Glück mit den Hunden haben. Das verlief eher so semi-gut, ich fand aber Kürbisse, die ich mitnahm und rote Beete nahm ich auch ein bisschen mit. Ich gab schon fast auf und wollte eine neue Taiga suchen, als ich endlich von weitem meinen neuen besten Kumpel fand. Ich war überglücklich und kurze Zeit später fand ich auch schon den zweiten und dann noch gleich den dritten, mit denen ich mich dann auf den Heimweg machte. Bei mir zu Hause angelangt, unterstützten mich die Hunde dann schon bei Kämpfen gegen Monster und ich sah sofort, dass sie, was Kämpfen angeht, was drauf haben. Am nächsten Tag baute ich dann einen kleinen Käfig für sie und ich weiß leider immer noch nicht, wie ich sie nennen soll, also schreibt mir gerne ein paar Namen für sie in die Kommentare. Damit ihr und ich einen etwas besseren Überblick über meine Welt haben, wollte ich eine Karte machen. Aber nicht nur eine, sondern 3. Und diese jeweils in einer anderen Größe, also in einem anderen Maßstab. Natürlich ist das ein etwas aufwendigeres Projekt, vor allem wenn man darüber nachdenkt, wie groß die größte Karte sein wird und wie viel Land ich dafür erforschen müsste. Aber ich stellte mir das extrem cool vor und ich denke mir, dass das für euch Zuschauer auch relativ nice ist, wenn ihr in etwa wisst, wie meine Welt ausschaut. Also begann ich damit, diese Art Quarzsäulen zu bauen, wo meine Karte dann letztendlich drauf sein sollte. Ich craftete mir anschließend Itemframes und den ein oder anderen Kompass. Für Karten braucht man ja einen Kompass und 8 Stück Papier und deshalb farmte ich mein Zuckerrohr ab. Ich machte meine ersten paar Maps und kam drauf, dass ich für das Projekt sehr viel Papier noch brauchen würde. Das hielt mich aber nicht auf, meine ersten 2 Karten zu aktivieren und als ich sie auf die Wand machte, merkte ich, dass ich die Säulen Richtung Westen gebaut hatte. Ich wollte sie aber in Richtung Norden haben und so baute ich sie dann woanders noch einmal auf. Papier war bei mir Mangelware und Zuckerrohr hatte ich auch gefühlt keines und somit suchte ich danach. Einiges an Zuckerrohr nahm ich mit und ich fand sogar noch eine Village direkt an einer Schlucht, wo sogar ein fliegendes Haus stand. Mehr als ein paar Emeralds, Brote und Äpfel fand ich nicht und auf dem Rückweg stieß ich noch auf eine Portalruine, wo ich mir den Goldblock auf jeden Fall mitnahm. Ich craftete mir einige Karten und machte mich jetzt auf den Weg, die erste und somit die kleinste Karte zu erkunden und zu vervollständigen. Mit der Elytra ging das Gott sei Dank sehr zügig und ich nahm eine Umgebung diesmal etwas mehr wahr als sonst.
Hier war sie, meine Welt in der kleinsten Aufzeichnung. Als nächstes wollte ich die nächstgrößte Karte angehen, die in einem Maßstab von 1 zu 4 ist. Also holte ich mir Zuckerrohr, machte daraus Papier und anschließend einen Kartentisch, wo ich die Maps verkleinern konnte. Ich begann die erste Karte zu vervollständigen, was etwas gedauert hat, weil meine Elytra wieder einmal kaputt gegangen war. Deshalb erntete ich meine Kartoffeln und gab sie in den Ofen, um an Erfahrung zu kommen. Dann ging ich wieder auf Reise, aber diesmal hatte ich einen Kartentisch dabei und musste somit nicht jedes Mal, nachdem ich eine Karte vollständig erforscht hatte, nach Hause fliegen. Die Erkundung nahm viel Zeit in Anspruch und ich schaffte es bis in die Nacht des 150. Tages, 4 weitere Karten zu erforschen. Das war es. Ich habe weitere 50 Tage in Minecraft Hardcore, ohne zu sterben, überlebt. Freunde der Sonne, hier sind wir wieder in meiner Welt und ein Creeper begrüßte mich gleich am 151. Tag. Ich sagte Hallo zu meinen Hunden und sah nach, ob meine Kühe und Schafe noch wohlauf waren, was sie offensichtlich waren. Also Chat, ich sag euch ehrlich, ich mach jetzt aus, ich bin kaputt, ich kann nicht mehr. Ich bin viel zu müde, ich schaff's es heute nicht mehr. Wenn dann stehe ich morgen früh, keine Ahnung, ein bisschen früher auf, so um 8 vielleicht. Vielleicht auch 9, gucken wir mal. Na gut, Leute, dann würde ich jetzt ins Bett gehen. Dann wünsche ich euch allen noch eine wunderschöne gute Nacht. Stream-Highlights werden auch heute über den Tag online kommen. Das werde ich nicht jetzt machen. Das werde ich morgen früh geschwind machen, denke ich mal. Und ja, dann wünsche ich euch allen eine wunderschöne gute Nacht. Heute Abend gehen wir wieder live. Seid auf jeden Fall dabei, seid gespannt. Ich habe auf jeden Fall Bock. Heute ist es, glaube ich, einfach für mich zu anstrengend. Ich bin einfach viel zu fertig. Es war auch ein anstrengender Tag und ja. Und wir sagen euch noch einen wunderschönen Tag an der Stelle und bis zum nächsten Livestream heute Abend, Leute. Bye.